willst besser werden? Ich kann nicht bauen, Mann! Digga, du bist daneben gesprungen. Creator Code Marcel Scorpion mit 2i für doppelten IQ. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ja, ihr habt den Titel der Frage schon... Alles klar, Digga. Die Frage im Titel schon gelesen. Ist Season 9 wirklich so schlecht? Ich habe auf Social Media sehr, sehr viel Schlechtes darüber gelesen. Deswegen dachte ich mir, wir gucken uns heute mal die neuen Orte so ein bisschen an. Aber ich zeige euch jetzt die Sachen nicht, weil ihr kennt sie schon, sondern einfach nur meine Meinung dazu zu ein paar Sachen. Genau, Freunde. Also checkt auf jeden Fall das Video ab, Freunde. Ich habe das Ganze wieder ein bisschen mit Road to Champion verbunden, aber es ist noch keine richtig offizielle Episode, sondern einfach nur so ein bisschen just for fun. Im Übrigen, Leute, Season 9, das Lustigste an Season 9 ist folgendes. Bitte gönnt euch das. Ich schwöre euch, Leute, wenn man unglücklich ist, dieser Tanz. Ich muss so lachen deswegen schon. Also ich war vorhin richtig schlecht drauf. Ich habe aus Versehen auf Battle Pass gedrückt. Auf einmal habe ich einfach, weil ich auf dem richtigen Level war, diesen Tanz gesehen. Ich konnte nicht mehr, Leute. Es war zu gut. Apropos zu gut, Leute. Ich habe euch ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass ich jetzt mit Astro gepartnert bin. Also das Headset habt ihr die letzten Videos schon gesehen. Das habt ihr auch übrigens gefeiert, wie das aussieht. Und ich bin ja, wie gesagt, seit 6 Jahren schon Astro-User. Und dieses neue Mix-Amp ist absolut krass. Ihr könnt hier einfach einstellen, exakt genau, wie laut es sein soll. Wollt ihr mehr Game? Wollt ihr mehr Voice hören? Also was die anderen Leute in eurer Party sagen? Dann könnt ihr mittlerweile PC und PS4 einzeln einstellen. Es gibt so krass viele Funktionen und es sieht einfach nur übertrieben nice, als auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Also mein Astro-Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr wollt, wenn ihr euch ein Astro... Also es sind einfach die besten Gaming-Headsets. Und jetzt viel Spaß beim Video. Let's go. So, Leute, was geht? Jetzt sind wir hier im Video. Die erste Runde beginnt hier gemeinsam und wir fliegen direkt zu einer der ersten Neuerungen, die wir in Season 9 natürlich haben, die ihr alle schon kennt. Ich werde es hier nicht irgendwie erzählen, was es alles neu gibt, weil das denke ich mal wissen die meisten von euch, sondern es geht einfach so ein bisschen darum, wie ich die Sachen so finde. Und ich muss sagen, ich liebe halt vom Stil schon immer so futuristische Sachen, ja. Und deswegen muss ich sagen, dass mir die Maps optisch ganz gut gefallen, aber vom Loot und so finde ich diese Häuser hier, auf zum Beispiel hier im Mega Mall, sehr, sehr unübersichtlich, weiß nicht, nicht so schön irgendwie. Und ja, wir gehen erstmal ganz entspannt vor, würde ich jetzt sagen. Ja, wir fliegen jetzt mal hier hinten irgendwo erstmal entspannt hin, damit wir hier, genau, so zack, damit wir erstmal ein bisschen Zeit haben zu looten und zu chillen. Ist ja wie gesagt eine Arena-Runde hier und einfach auf Just for Fun war. Man muss halt, also man kann Epic nicht vorwerfen, dass die irgendwie... Oh, landet hier jemand? Ich muss kurz hören. Ja, landet jemand. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie wenig Liebe reinstecken zum Beispiel. Also wirklich, die machen halt schon wirklich viel, um das Spiel weiterzuentwickeln und so. Da, wie gesagt, es feiert jetzt nicht jeder zum Beispiel. Aber ich muss schon sagen, dass es nicht schlecht ist. Guck mal, wenn man das von COD gewohnt ist. Ich hoffe, dass sie die nächsten Jahre da auch ein bisschen mehr einfach machen. Würde ich mich einfach extrem drüber freuen, wenn es einfach mehr gibt. Weil hier, allein diese Seasons, ich will nicht wissen, wie hoch die Spielerzahlen an den Tagen sind, wenn eine neue Season startet, Leute. Das muss so geisteskrank hoch sein, also ist meine Theorie zumindest. Einfach, weil es was Neues gibt und weil man einfach was Neues machen kann. Und ich denke mal, das ist schon ziemlich nice. Und wir haben auch gerade schon einen der Negativpunkte, wie ich finde. Und zwar haben wir jetzt in der Runde immer noch keine Shotgun gefunden. Und zwar sind weniger Shotguns unterwegs, erstens. Und zweitens finde ich die neue Shotgun, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich feiere sie überhaupt gar nicht. Ich feiere sie 0,0. Ich weiß nicht wieso, Leute. Es ist so einfach, keine Ahnung, ich feiere die einfach 0%. Hier sind mehrere Gegner. Okay, nice. Einen haben wir schon mal. Mit dem langsamsten Held der Welt, aber egal. Okay, warte. Ihr seht schon, Leute. Ich muss jetzt nicht fest abbauen. Was, Digga? Was? Er war der schlechteste Spieler der Welt und kriegt diesen Shot einfach auf mich, oder? Alles klar. Ihr müsst wissen, als Season 8 neu angefangen hat, hatte ich das erste Mal seit längerer Zeit, also Season 8 habe ich relativ aktiv gespielt, hatte ich das erste Mal seit längerer Zeit wirklich komplett Motivation, Fortnite zu spielen, weil... Das am Anfang mit diesem 50 Leben und Mats hat mir so Spaß gemacht und das wurde natürlich rausgenommen, das hat mich echt geärgert, muss ich sagen. Aber wie man die Gebäude jetzt lootet und so, es ist halt einfach alles so was ganz anderes. Guck ich mal die Stadt an und diese Windkanäle,
Ja, finde ich jetzt nicht so extrem schlecht, aber muss jeder für sich selbst wissen irgendwie. Aha, die goldene Shotgun, jetzt haben wir sie. Das ist auf jeden Fall der Easy Win Cupper. Er hat einfach Spaß, Leute, seht ihr das? Was ich auf Social Media gesehen habe, ist, dass extrem, ja, diese Season kritisiert wurde. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, die würde mich sehr interessieren. Komm her, Ma! Als hätte der mich jetzt geholt, also dann wäre ich wirklich vom Glauben abgefallen. Kann ich bauen. Oh mein Gott, Ehre genommen. Hui. Ah, das Trommelgewehr ist natürlich die beste Waffe aller Zeiten. Ich weiß noch, wo Camo im Video gesagt hat, auf keinen Fall fürs Trommelgewehr voten. Und das Trommelgewehr war, glaube ich, instant im Spiel. Hab gesehen, so ein paar Pro-Gamer beschweren sich auch darüber. Keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu den ganzen Sachen in die Kommentare. Alter, super size, wie du weißt. Komm, fliegen wir nach Pleasant Park, Alter. Wann war ich das letzte Mal in Pleasant Park? Hammer nach Schmessenschmark, Alter. Ich muss sagen, gerade in Tilted habe ich mich echt unwohl gefühlt. Das ist einfach alles noch viel zu neu. Also, das ist ein kleiner Minuspunkt von mir hier für Season 9. Aber wie gesagt, man soll nicht alles nur haten, weil es neu ist. Aber ich muss mich einfach dran gewöhnen, so. Und dann wird es auch schon passieren. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht alleine, habe ich gerade gehört. Ich habe auf jeden Fall Besuch. So, ich gehe hier in das Hundehüttenhaus. Also das wird aber wahrscheinlich der einzige Typ sein, der hier mitkommt, oder? Direkt bei mir drauf. Ja, perfekt. Er kriegt die Waffe. Ah, ich krieg die Shotgun. Sit down, Bro. Okay, nice. Come on. Digga, als ob hier noch einer ist. Man, was geht denn ab? Digga, was geht denn ab hier, Mann? Da, hier sind einfach... drei Leute im selben Haus gelandet. Alles klar, wie viel HP hast du noch? Digga, ich kann es nicht glauben, wie viel HP hat der eine Typ. Nein, bau doch! Bau, bau! Ja, Digga. Digga, es sind so viele Leute hier mit hergekommen, ich komme nicht klar. Erstmal den Loot hier. Also Leute, jetzt immer noch drei Leute einfach unterwegs. Digga, diese Sounds, und ich komme nicht klar. Oh mein Gott, Leute. Ja, Mann. Oh mein Gott, ich hab's irgendwie überlebt. Boah, Alter, was eine Anstrengung. Aha. Muss er seinen Trap. Ach du Scheiße, Digga. Ich muss sagen, wie gesagt, bei den ganzen Kritiken, die man so hat, muss man einfach Epic Games zugutehalten. Einfach weil ich feier, dass die halt eigentlich so viel machen und so. Und da kann man halt echt nichts gegen sagen. Das Spiel ist immer noch free to play. Und das ist so ein bisschen auch das, was so... meine Meinung dazu ist. Klar, heißt Free-to-Play, dass wir trotzdem Spaß haben wollen und so, aber
Ja. Okay, ich würde sagen, der Jug-Jug war ein sehr netter Fund. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Und die goldene Scar ist natürlich auch nicht schlecht. Wo ist der Gegner? Oh mein Gott. Ich habe ihn absolut high-grounded. Oh nein. Okay, Leute, heute ist es mit den Siegen leider etwas schwieriger geworden, aber ein paar lustige Szenen waren auf jeden Fall am Start. Ja, wie gesagt, über Season 9 habe ich jetzt viel gesagt. Danke fürs Dabeisein. Schreibt mir eure Meinung zu Season 9 in die Kommentare. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.